So, hola, Dre, ho, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Pets Let's Play. Letztes Mal kurze Unterbrechung wegen Telefon. Es war auch ein Notfall, musste leider tatsächlich hin. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht weiter abhalten. Ekstatischer Student meinte, oh mein Gott, ich habe da wirklich Alfino gesehen, bla 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 bla. Und jetzt folgen wir hier weiter und Alfino ist ja bestimmt Richtung Rektor unterwegs, der... nee, doch nicht. Hier, erstmal zur Sekretärin sozusagen, die uns dann sagt, wo wir hin müssen vielleicht. Oh, die sieht ja verrückt aus. Hallo, bist du kein Student der Akademie, oder? Nein, du siehst aus, als wärst du schon weit rumgekommen. Ah, ich hab's. Sicher bist du ein neuer Klauber von der Gilde. Herzlich willkommen im Sammlerkolleg. Mein Name ist Kui Alipo. Alipo. Aliapo. Aliapo, okay. Kui Aliapo. Ein witziger Name. Eine kurze Einführung gefällig. Das Sammlerkolleg dient den Studenten und Lehrkräften der Magieakademie als Materiallager für ihre Forschung. Wer etwas braucht, wendet sich an mich. Ich schaue danach, ob wir es auf Lager haben und bitte ansonsten einen Klauber, es zu besorgen. Was ziemlich oft der Fall ist, denn du kannst ja sicher vorstellen, dass die Materialwünsche an einer Magieakademie recht nun ja außergewöhnlich ausfallen können. Ich freue mich daher sehr, dass du uns helfen willst. Wirklich ausgesprochen nett von dir. Eigentlich wollte ich nur Informationen zum Rektor aufklauben. Vergibst du auch Aufträge an Nichtklauber? Nee, wir gehen direkt zum... Wir suchen den Rektor. Und machen ein schlechtes Wortspiel. Rektor Monty Schanke? Dann bist du also gar kein Klauber? Oh, wie peinlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Rektor Monty Schackne ist mir heute in der Tat schon begegnet. Er meinte, er wolle im Schöpferkolleg nach dem Rechten sehen. Es liegt genau dagegenüber vom Sammlerkolleg. Vom Eingang her betrachtet, stelle es dir einfach wie eine riesige Werkstatt vor, die alle Studenten offen steht, mit tollen Geräten, die man sich aus eigener Tasche nie leisten könnte. Vermutlich wirst du den Rektor dort nicht mehr erwischen. Aber vielleicht weiß ja jemand von den Studenten, wo er hingegangen ist. Viel Glück bei deiner Suche. Sie machen wir. So, auf jedet. Danke für den Tipp, werte... wie hieß Quingpo? Quinipo? Quinipobo, Quinslipo. So. Das ist ja Autolaufen aktiviert. So ein sachlicher Student. Oh, okay. Oh, der Rektor. Ja, der war bis gerade noch hier. Er war so freundlich, sich mein neuestes Forschungsprojekt anzusehen. Wohin er als nächstes wollte, hat er mir nicht verraten. Aber da er den Korridor hinabgelaufen ist, steckt er vermutlich in einer der Hörsäle. Versuch's doch mal da. Marama. Wer hätt's gedacht? Wurde uns gleich gesagt, dass er in Hörsälen ist und wir gehen noch in jeden anderen Raum rein. Da ist er. Da ist er meistens zu finden, wurde uns gesagt. Eusea Incognita-Eintrag. Hm, doch, da. Okay. Bisschen laggy. Bisschen laggy. So, was hast du zu sagen? Na nun, oh. Warst du nicht einer der Gäste von Baldesiums Gelehrten? Sozusagen. So im übertragenen Sinne. Erschummelt. Ja. Ah, ihr seid ja also Rektor Montichain. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns für euren Beistand bei der Ratssitzung zu bedanken. Das wollen wir hiermit schleunigst nachholen. Danke. Erledigt. Hat er doch gern gemacht. Er hat ja nur Weisheit gesprochen. Oh, ihr seid auch alle da. Ein ganz schöner Trubel war das, nicht wahr? Wirklich unverzeihlich.
Er hat ja nur Tatsachen aufgezählt. Er hat uns ja nicht direkt verteidigt. Zum Glück ließ sich die Sache ohne großes Nachspiel bereinigen. Ich war schon immer der Meinung, dass Neugier beflügelt und nicht beschnitten werden soll. Eben. Gerade bei Wissenssuchern, ne? Wir sind euch wirklich überaus dankbar. Auch dafür, dass ihr im Anschluss die Mühen auf euch genommen habt, Baldesions Gelehrten einen Besuch abzustatten. Es tut mir leid, dass wir euch nicht empfangen konnten. Ja, das war der einzige Fehler, den wir, denke ich, tatsächlich gemacht haben. Uns als Baldesions Gelehrte direkt auszugeben. Aber nicht doch. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es den Enkeln von Galouf und Louisois ergangen ist. Doch wie es scheint, habe ich euch knapp verpasst. Ihr habt euch wirklich sehr gemausert. Eure Großväter wären stolz auf euch. Selbst ich konnte bei der Ratssitzung die Tränen der Rührung kaum zurückhalten. Das ist aber nett von ihm. Mal ein paar nette Worte. Du hast es sicher nicht immer leicht mit dieser Rasselbande. Von Matoyas Schülerin gar nicht erst zu reden. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Passt schon, die wollen alle nur das Beste. Das weiß ich doch. Vielleicht könntest du unseren Studenten ja bei Gelegenheit ein Seminar in Gruppendynamik und Führungsstrategien. Ach du Schreck. Ich lasse es einfach laufen. Zwinker. Ich führe ja nicht. Verzeiht, dass ich das Gespräch in eine andere Richtung lenken muss, Herr Rektor. Doch wir haben eine dringliche Bitte. Wir müssen unbedingt mehr über die Absichten des Rats in Erfahrung bringen. Seht ihr euch in der Lage, uns dabei zu helfen? Und was hat er dazu zu sagen? Leider nicht, mein Junge. Okay. So leid es mir tut. Wer hätte es gedacht? Als Ratsmitglied habe ich einen Schwur geleistet. War klar, oder? Er kann einem als Lehrer zur Seite stehen vielleicht noch, so, aber der kann ich den Rat verraten. Und selbst wenn ich wollte, ich könnte euch gar nichts erzählen. Okay, das ist komisch. Die Aufgabe, die uns vor langer Zeit auferlegt wurde, wiegt so schwer wie die Welt. Käme sie unbedacht ans Licht, wäre große Unrast die Folge. Mein Verdacht verdichtet sich, nicht wahr? Deswegen wurden alle, die dieses Wissen hüten, mit einem Zauber belegt. Ohne Einwilligung des Rates kann niemand es preisgeben. Hardcore. Okay. Sowas ist möglich? Anscheinend. Pervers. Das ist es in der Tat, mein Kind. Das ist ein bisschen krank. Also gut. Ich habe schon lange keine Vorlesung mehr gehalten. Doch heute scheint mir ein geeigneter Tag. Das ist ein bisschen krank. Bitte. Ist die Mama eingeweiht von den beiden? Halt auch mit dem Zauber belegt? Oder tatsächlich nur die 99 Ratsmitglieder? Kranke Sache, das. Kranke Sache. Was kommt jetzt? Yippie, eine Stunde zum Lernen. Oh ja, lass uns eine Prüfung schreiben. Beginnen wir mit den Grundlagen der Ätherologie. Nein! Lebewesen wie wir nutzen Äther auf dreierlei Weise. Okay. Wird vielleicht doch interessant. Zur Formung der Seele, zur Speicherung von Erinnerungen und was wäre wohl die dritte? Formung der Seele, Speicherung von Erinnerungen. Energy Blasts! Als Lebenskraft zum Zaubern. Tja, ich würde jetzt mal zum als Lebenskraft klingt gut und zum Zaubern klingt gut. Tja, klingt nicht ganz so gut. Aber wir benutzen den Äther als Lebenskraft zum Zaubern. Stimmt das nicht beides? Stimmt beides, oder? Wir nehmen mal zum Zaubern, einfach nur so. Aber Lebenskraft ist wahrscheinlich auch richtig. Nicht ganz. Magie ist nur ein Teilaspekt. Okay. Die richtige Antwort lautet Lebenskraft. Immer das erste nehmen, nicht wahr? Wir haben immer Antwort A in dem Spiel. In dieser Form ist Äther den meisten wohl am ehesten vertraut. Selbst bei den kleinsten Tätigkeiten verbrauchen wir ihn. Und mit der Nahrung nehmen wir neuen auf. Es ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Ein ständiger Fluss. Alles klar.
Die Seele hingegen ist beständig und ändert sich kaum. So wie die Erinnerungen, die mit ihr verbunden sind. Was kommt jetzt? Ätherkontrolle über eine Schreibfeder. Sag mal, warum schreibt er nicht mit der Hand? Was hat der? Meine Güte. Die Seele ist ein Stück Papier und Erinnerungen sind das, was darauf geschrieben steht. Okay. Wir können es uns bildlich vorstellen. Was also glaubt ihr passiert, wenn man großen Mengen von Äther ausgesetzt wird, dessen Signatur einer gewissen Erinnerung gleicht? Suppt durch. Es weicht auf und prägt das Papier für immer. Was überschrieben wird, wird unleserlich? Wer hat denn jetzt mit überschrieben geredet? Richtig. So ist es möglich, Erinnerungen und damit verbundene Handlungen zu unterdrücken. Okay. Es ist noch gar nicht lange her, dass so etwas in großem Ausmaß geschah. Weiß jemand wann? Was könnt ihr damit meinen? Jetzt müssen wir wieder irgendeine random Antwort pflücken? Nee. Alfino erinnert sich. Bei der siebten Katastrophe. Okay. In welcher Form? Die Eorzea erinnern sich an alles, was geschah, bis Bahamut hervorbrach und die Welt mit Zerstörung überzog. Und dann an nichts mehr. Doch was direkt im Anschluss passierte, vermag niemand so recht zu sagen. Ja, das haben die Programmierer uns halt noch nicht verraten. Korrekt. Eine Erinnerungslücke, die zufällig, vielleicht aber auch bewusst, herbeigeführt wurde. Darüber streiten die Experten bis heute. Ja, weil es ja keine Beweise gibt. Ich fände es logisch, weil da niemand existiert hat so richtig. Deswegen gibt es ja keine Erinnerungen dran, oder? Puff, alles war wieder der neu. Der Eingriff in Erinnerungen ist jedoch zu Recht tabuisiert und in Charlayan grundsätzlich verboten. Einzig dem Rat der Philosophen ist es gestattet, Verschwiegenheitszauber zu sprechen. Und selbst das nur bei der Inauguration eines neuen Mitglieds. Dadurch wird das aber ein bisschen kultisch, oder? Also. Davon abgesehen ist die Beeinflussung des Volkes durch solcherlei Praktiken natürlich strengstens untersagt. Hält sich da auch jeder dran? Sind derart überschriebene Erinnerungen denn für immer verloren? Das klingt wie was, das fett ausgenutzt werden könnte, wenn es in die falschen Hände gerät. Was es vielleicht schon ist. Der Verschwiegenheitszauber unseres Rates kann aufgehoben werden. Allerdings benötigt dies eine Zustimmung von mindestens 9/10 der Mitglieder. Ah, darum braucht man jetzt plötzlich einen Teil. Die Geheimnisse sind dann nicht mehr geschützt und könnten theoretisch frei geteilt werden. 9/10, ja, das ist recht viel. Ansonsten trägt man sie bis in den Sternengrund mit sich. Nette Formulierung, bis in den Sternengrund. Bis zum Tod. Dort werden die Seelen gereinigt. Als erstes löst sich das, was an den Erinnerungen haftet. Macht jetzt wieder die oberflächliche Tinte weg. Ist die jetzt zu Äther geworden oder wo ist die jetzt hin? Dann folgen die Erinnerungen selbst. Aber ist die Reihenfolge dann relevant, wenn eh alles verschwindet? Wobei es auch solche geben soll, die unlösbar in den Seelen verankert bleiben. Oh, wie aufregend. Und was geschieht mit der gereinigten Seele? Kommt ein freshes Baby rein? Sie löst sich auf und wird zu reinem Äther, wie der sich bald darauf mit anderem Äther vermischt und eine neue Seele bildet. Das ist die herrschende Lehre. Perfekt. Einige glauben aber auch, dass sie in die physische Welt zurückkehrt, um in einem neuen Körper wiedergeboren zu werden. Ich meine, macht's einen Unterschied? Solange man ich eh nicht vorhat einzugreifen? Ich für meinen Teil vertrete den Standpunkt, dass beides möglich ist. Ja. Weil es völlig gehuppt wie gesprungen ist. Ob es jetzt so oder so ist. Nun gut,
Dann kommt mal wieder raus aus dem Brunnen der Erkenntnis, in den ich euch gerade gestoßen habe. Meine Stunde wäre hiermit beendet. Die Stunde ging was? 10 Minuten? Danke für die kurze Stunde. Die Zeitangaben verschwimmen im Äther. Puff, puff, puff. Puff, puff. Nett gemacht. Wir sind jetzt aber weggezaubert und nicht wieder zu Äther geworden. Wie ihr gerade erfahren habt, kann ich eurer Bitte leider nicht entsprechen. Aber ich will tun, was ich kann, um euren Wissensdurst dennoch zu stillen. Ich würde sagen, wir müssen ihn töten und dann auf seine Seele zugreifen. Genau nachdem die Überschreibung weg ist und aber noch die Hauptnachricht da ist. Wie wäre das? Das ist doch ein Plan, oder? Kraft meines Amtes als Rektor erteile ich euch hiermit die Erlaubnis, das Phänomenon zu nutzen, wann immer ihr wollt. Und zwar nicht nur den Exegeten selbst, sondern auch ihren Unterstützern. Super, danke. Dankeschön. Ihr solltet außerdem mit Ki Al-Yapo sprechen. Ja. Was auch immer ihr zu lernen erhofft, sie wird sicher jemanden finden, der eure Interessen teilt. Mit dem ich Ki hoffe, eure sprechen. Suche nach Wissen wird von Erfolg gekrönt sein. Ja, danke für die netten Worte, für die Lehrstunde. Oh, gehe ich ja dann noch in sich rein oder was hier? Der weiß noch mehr. Neue Waffe. Also nicht, dass sie besser ist als unsere, aber optisch vielleicht interessant. Zugang zu Phänomenen wurde gewährt. Wenn du Interesse an den Tätigkeiten hast, die du dort durchführen willst, melde dich bei Ki Al-Yapo. Schauen wir uns die Waffe an. Die Spannung steigt, die Gäste toben. Hartzinnwaffe. Edeldurium-Bajonett. Zeig her, zeig her. Oh. Schön schlicht und verziert. Und wenn man es wegsteckt, wahrscheinlich zieht die sich so ein. Ist das so eine? Nö, sah kurz so aus, als wäre das so. Nett. Sieht nett aus. Wenn ihr wollt, dass ich was anderes anziehe, könnt ihr mal schreiben, was... kann ich gucken, ob ich es in den zukünftigen Videos einbaue. So, was haben, sind wir denn bei 17 Minütchen? Das war eine nette Lehrstunde. Würde ich mal sagen, Holdri, ho! Bis zum nächsten Mal bei Al-Yapo.